Manchmal werden überraschende oder sogar wertvolle Dinge ausgegraben. Unser heutiges Video handelt von einem unglaublichen Fund. Dieser Mann entdeckte etwas Riesiges unter seinem Getreidefeld. Die Ausgrabung schockierte alle. Die Arabia. Die Arabia war ein beeindruckendes Dampfschiff, das 1853 in der amerikanischen Stadt Brownsville in Pennsylvania nahe des Flusses Monongahela gebaut wurde. Sie war ein Seitenraddampfschiff mit 8,5 Meter langen Schaufelrädern. Leider hatte dieses großartige Schiff ein trauriges Schicksal. Die Arabia hatte im zarten Alter von 3 Jahren bereits viele Reisen unternommen, hauptsächlich auf dem Ohio, Mississippi und Missouri River. Niemand hatte erwartet, dass eine dieser Reisen schlecht enden würde. Am 18. September 1846 stach das Schiff mit einer großen Besatzung und etwa 200 Tonnen Material erneut in See. Der Plan war, an die Westgrenze der Vereinigten Staaten zu fahren, um 16 neue Städte zu bauen. Mehr als 10.000 Männer und Frauen würden an dem Bau beteiligt sein. Einige von ihnen reisten mit dem Zug, zu Pferd oder sogar zu Fuß. Ein Großteil jedoch reiste auf der Arabia. Sie segelten über den Missouri und hofften sicher anzukommen, was leider nicht geschah. Der Missouri River als längster Fluss Nordamerikas war für Schiffsreisen beliebt, barg jedoch auch seine Gefahren. Die Arabia wurde so gebaut, dass sie als wetterresistent und geradezu unzerstörbar galt. Mit ihren großen Rädern war sie viele Male erfolgreich auf dem Missouri gefahren. Auf dieser besonderen Reise geschah es, dass sich das Boot einem großen Objekt näherte. Der Steuermann hatte es nicht bemerkt, dass ein riesiger Walnussbaum vor ihnen in den Fluss ragte. Das Schiff kollidierte hart mit dem Baum, wurde schwer dabei beschädigt. Wasser flutete an Bord und innerhalb weniger Minuten ging die riesige Arabia unter. Zum Glück war der Fluss recht flach, sodass es der gesamten Besatzung gelang, sich an Land zu retten. Die vielen Habseligkeiten im Schiff sanken jedoch auf den Grund des Flusses. Viele Dinge gingen verloren, aber zum Glück kein einziges Leben. Alle Besatzungsmitglieder und Passagiere waren dankbar für ihr Leben. Die Dinge hätten durchaus anders enden können. Die Menschen gingen nach Hause und setzten ihr Leben fort, während das Schiff am Grund des Flusses unberührt blieb. Es sank tiefer in den Schlamm und schließlich wurde die Arabia von der Natur erobert und ging in Vergessenheit. Die Zeit verging. Und Mutter Erde schuf einige Veränderungen im Lauf des Missouri. Das würden auch die Leute bald bemerken und völlig überrascht sein. Die Lage der Arabia war mittlerweile unbekannt. Doch über ein Jahrhundert später machten einige Leute eine sehr interessante und überraschende Entdeckung. Einige Schatzsucher hatten Geschichten über das Schiff gehört und wurden neugierig. Es war bekannt, dass es irgendwo versteckt lag. Deshalb beschlossen einige danach zu suchen. Die Suche blieb jedoch lange Zeit erfolglos. Das Schiff war riesig, lag aber sehr tief im Boden versunken. Wo sollte man anfangen zu suchen? Einer dieser Entdecker, David Howley, war äußerst bemüht, die Arabia zu finden. 1987 kam er auf die Idee, Metalldetektoren, Wetterkarten und alte Zeitungen einzusetzen. Die Kombination all dieser Dinge erwies sich als sehr nützlich. Zu jedermanns Überraschung wurde die Arabia entdeckt. David Howleys Idee funktionierte und man fand heraus, dass sich das Schiff in Kansas City unter einem Getreidefeld befand. Es wäre jedoch keine leichte Aufgabe, das Schiff auszugraben. Bagger und Kräne wurden herangeschafft und das Team grub über lange Zeit und mit viel Anstrengung. In ungefähr 13,5 Metern Tiefe wurden sie schließlich fündig. Alle waren völlig aus dem Häuschen und konnten kaum fassen, dass sie die ikonische Arabia mit eigenen Augen sahen. Um das Schiff freizulegen, hatten sie ein Loch von der Größe eines Fußballfeldes graben müssen. Es war riesig. Als die Leute schließlich das ganze Schiff sahen, konnten sie es nicht glauben. Es war immer noch erkennbar, wie die Arabia in den Unfall mit dem Baum geraten war.
Auf dem Schiff wurden auch alle Objekte gefunden, die von der Besatzung zurückgelassen wurden. Es gab Kleidung, Rizinusöl, Teller und Besteck. Alles in einem überraschend guten Zustand. Die Forscher hatten ein ganzes Jahr zum Ausgraben und Reinigen ihres unglaublichen Fundes benötigt. Seit der Ausgrabung werden unzählige Objekte im Arabia Steamboat Museum in Kansas City, USA ausgestellt. Dort kann man auch eine Nachbildung der Arabia besichtigen. Menschen aus der ganzen Welt besuchen diese Ausstellung, um etwas über die Geschichte und Eigenschaften des Schiffes zu erfahren. Das Schiff von Bordentown City. Neben der Arabia wurde auf ähnlich beeindruckende Weise ein weiteres Schiff gefunden. Diese Geschichte handelt von einer Amerikanerin namens Jacqueline Irmay, die, gelinde gesagt, eine interessante Erfahrung mit einem Schiff gemacht hat. Jacqueline ist Veteranin der Marine und zertifizierte Taucherin. Seit sie ein kleines Mädchen war, liebte sie es, im Wasser zu sein. Als sie erwachsen wurde, beschloss sie, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen. Sie folgte ihren Träumen und verwirklichte sie. Die professionelle Taucherin hatte Gewässer und Ozeane auf der ganzen Welt erkundet. Jahrelang war sie im Pazifischen Ozean in der Nähe von Palau und Mikronesien zu finden. Die Unterwasserwelt wurde für sie zu einer zweiten Heimat. Jacqueline hatte faszinierende Dinge und wunderschöne Orte gesehen, doch eines Tages machte sie die unglaublichste Entdeckung ihrer gesamten Karriere. Jacqueline arbeitete an ihrer Abschlussarbeit und plante, dafür ein Schiffswrack zu besuchen. Sie ging nach New Jersey, an einen Ort, an dem es möglicherweise zu einem Schiffbruch gekommen war. Sie tauchte im Crosswicks Creek und im Delaware River, in der Hoffnung, etwas Interessantes zu finden. Es war ein geschichtsträchtiger Ort, über den es viel herauszufinden galt. Jacqueline nahm ihre Arbeit sehr ernst und stellte gründliche Recherchen an. Sie fand heraus, dass sich in diesen Gebieten mehrere Schiffswracks aus der Zeit des Unabhängigkeitskrieges befanden. Wahrscheinlich war davon nicht mehr viel übrig, doch Jacqueline war entschlossen, die Schiffe zu finden und zu analysieren. Sie hatte gelesen, dass ein bestimmtes Schiffswrack seit den 80er Jahren spurlos verschwunden war. Jacqueline wollte mehr darüber erfahren und dieses Schiff, das Bordentown City Schiff, entdecken. Zusammen mit ihrem Team führte sie eine umfassende Suche durch. Das Team bestand aus Forschern des Urban Coast Institutes, der Monmouth University und der Stockton University. Die Mission würde nicht einfach sein, aber sie waren entschlossen, ihr Bestes zu geben. Mit Hilfe vieler Maschinen, Werkzeugen und moderner Technologie versuchten sie, das Schiff aufzuspüren. Ein Seitensichtsonar und Metalldetektoren verhalfen ihnen schließlich zu einer Entdeckung. Mit diesen Werkzeugen stellten sie fest, dass das Schiff noch da war. Jacqueline und ihr Team konnten es nicht glauben. Nach Jahrzehnten der Unklarheit bezüglich dieses Schiffes war es ihnen gelungen, es aufzuspüren. Es war eine bahnbrechende Entdeckung. Es war außerdem sehr wahrscheinlich, dass sich weitere Schiffe in diesem Gebiet befanden. Dutzende Schiffe wurden 1777 und 1778 in diesem Gebiet von den sogenannten Rotmänteln und von Soldaten der Kontinentalarmee zerstört. Wenn das Schiff von Bordentown City dort war, wurde es sicherlich von anderen Schiffen begleitet. Das Bordentown City Schiff war jedoch ziemlich beschädigt. Es lag seit vielen Jahren unter Wasser und die Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen. Viele Dinge sind noch unklar, aber die Tatsache, dass Jacqueline und ihr Team festgestellt hatten, dass das Schiff von Bordentown City noch dort war, bedeutete den Forschern viel. Von nun an konnten sie es weiter untersuchen, um später hoffentlich mehr darüber zu erfahren. Zusätzlich befragen die Forscher die Menschen aus der Gegend über diesen Teil ihrer Geschichte. Einige von ihnen können mit ihrem Wissen einen nützlichen Beitrag zur Forschung leisten. Es ist ein spannendes Rätsel, das hoffentlich eines Tages gelöst werden kann. Jacqueline Irmay hätte nie erwartet, etwas so Interessantes in ihrer Nähe zu finden. Sie war immer weit weggereist, aber jetzt wurde ihr klar, dass es auch in ihrer eigenen Umgebung genug zu entdecken gab. Ihr Job ist voller Überraschungen und sie ist sehr dankbar, dass sie diesen Weg gewählt hat. Jacqueline liebt ihre Arbeit, sie ist manchmal herausfordernd, aber immer interessant. Diese Geschichten waren unglaublich.
Stell dir vor, du würdest eine solche Entdeckung machen. Was würdest du gerne ausgraben? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir würden gerne hören, was du zu sagen hast. Wir hoffen, dass dir diese Geschichten gefallen haben. Es gibt noch viele weitere interessante Videos von uns. Behalte also unseren Kanal im Auge. Danke fürs Zuschauen.